Ja, es geht jetzt um folgende Aufgabe. Wir haben eine ganz rationale Funktion dritter Ordnung, die hat einen Tiefpunkt bei minus 1-1 und einen Hochpunkt bei 1-6. Und wir sollen dessen Funktionsgleichung herausfinden. Das ist so das Ziel. Können Sie mir sagen, wie man da beginnt bei dieser Aufgabe? Das ist der Tiefpunkt. Ja, was bedeutet das? Das heißt, ich habe hier ein f von ist gleich hingeschrieben. Was muss ich da reinschreiben? So, also wir probieren es nochmal. F von was ist was? F von minus 1 ist 1. Jawohl. Und wenn Sie das einsetzen, dann erhalten Sie minus a, also minus 1 hoch 3, plus minus 1 hoch 2 ist plus 1, also minus a plus b minus c plus d gleich 1. Also das ist, wenn Sie das einsetzen, kriegen Sie diese Gleichung raus. Gut, sehr schön. Dann gehen wir weiter. Was bedeutet das Tiefpunkt sein noch? Dass die erste Ableitung an dem Punkt 0 ist. So ist es. Also f' von minus 1 gleich 0. Sehr richtig. Was ist denn f' von x in der Situation? Nee, man hat auch Machen Sie es on the 3 mal fly. x hoch 2 plus 2bx plus 10. Jawohl, sehr gut. Und wenn Sie das einsetzen, dann erhalten Sie, weil x hoch 2 minus 1 hoch 2 ist plus 1, a minus 3a minus 2b plus c gleich 0. Ja, das ist, wenn Sie das einsetzen hier, dann kommt das hier raus. Gut. Was müssen wir mit dem Hochpunkt jetzt hier machen? Da können wir genau gleich anfangen beim Tiefpunkt. Also erstmal ganz normal einsetzen in die Grundgleichung. Das ist dann 1 ist gleich 6. Jawohl. Und dann die Gleichung dazu. Genau, das sind dann a plus b plus c plus d gleich genau 6. Gleich 6. Gut, sehr schön. Dann, also, machen Sie weiter, machen Sie weiter. Dann machen wir es gleich wieder in die Ableitung. Heißt, da gibt es auch eine Nullstelle in der Ableitung, also gleich 0. Und dann haben wir. Und dann setzen wir es ein. 3a plus 2b plus c gleich 0. Jo, sehr schön. So, und jetzt haben Sie hier ein Gleichungssystem, das ist durchaus gewaltig. Das hat nämlich vier Gleichungen und vier Unbekannte. Allerdings sind diese Gleichungen aufgrund der Aufgabenstellung ziemlich ähnlich. Also das heißt, Sie sehen, Sie haben hier diese und diese, die korrespondieren irgendwie miteinander und diese, die korrespondieren auch irgendwie miteinander. Das ist etwas, was wir jetzt durchaus ausnutzen wollen. Erklären Sie mal, wie würden Sie jetzt diese beiden Gleichungen zusammenfassen, diese und diese? Also Sie können mit diesen beiden Gleichungen mehrere Sachen machen. Sie können zum einen die beiden Gleichungen direkt addieren. Wenn Sie die direkt addieren, diese plus diese, dann sehen Sie, da fällt dann das b komplett weg. Ja, also ich addiere die jetzt und schreibe das hier nach unten. Das ist 6a. Das plus dem fällt weg, plus 2c gleich 0. Das ist die erste Gleichung, also die erste und die dritte, diese und diese addiert. Allerdings habe ich da noch zwei Unbekannte drin. Jetzt kann man die auch subtrahieren. Die erste und die dritte Gleichung praktisch. Die beiden subtrahieren. So, also die minus der, da sehen Sie, da fällt das a weg, dann bleibt übrig hier minus 4b und das c fällt auch weg, gleich 0. Und das ist sehr angenehm. Warum ist das angenehm? Daraus folgt nämlich, dass das b gleich 0 ist. So, und wenn das b gleich 0 ist, dann können Sie hier in diesem Gleichungssystem schon einen Haufen Zeug weglassen. Also das b ist hier weg. Ich mache das an der Stelle einfach mal weg. So, hier ist es weg. Hier ist es weg und hier ist es weg. Ja, für mich an der Tafel ist es einfacher, b gleich 0 einzusetzen, als für Sie am Blatt Papier. Und zwar haben Sie ja vorhin schon gesagt, und da meine ich auch, dass bei Subtrahieren eher Fehler passieren. Wäre es dann hier nicht geschickter, wenn ich das zuerst eine der beiden Gleichungen mit minus 1 multipliziere? Das habe ich, wenn Sie genau hingucken, habe ich das an dieser Stelle hier tatsächlich gemacht. Ich habe zwar ein Minus hingeschrieben, aber habe hier ein Minus gemacht. Und hier ein Minus und habe damit
D hier subtrahiert, dann waren sie weg. Er addiert, ich habe die addiert, dann waren sie weg. Und dann habe ich hier gehabt minus 2b, minus 2b und habe genau das minus 4b. Also das, was Sie jetzt sagen, habe ich exakt so gemacht. Ja, Sie haben recht. Ich habe, wie gesagt, zwar das Minus hingeschrieben, aber faktisch habe ich sie addiert, aus eben jenem Grund, wie Sie gerade gesagt haben. Ja, jetzt gehen wir weiter. Also das heißt, jetzt haben wir die erste Variable b gleich 0. Wo ist es denn jetzt am sinnvollsten weiterzumachen? Das liegt aber hier an der Struktur der Aufgabe. Wo ist das am sinnvollsten? Ja, Sie sollten jetzt erkennen, dass es schlau ist, diese beiden Gleichungen zu nehmen. Was daran liegt, dass tatsächlich, wenn Sie die beiden Gleichungen jetzt nehmen, dann sehen Sie, dass die nämlich äquivalent sind. Und wenn Sie die mit der oder die mit der nehmen, dann sehen Sie, dass da immer das d wieder auftaucht. Und wenn Sie die beiden Gleichungen aber nehmen, dann können Sie das zufällig, das a und das c, eliminieren. Wenn Sie die beiden Gleichungen nämlich addieren, dann stellen Sie fest, dass da kommt 2d gleich 7,5. Ja, das ist das hier, wenn ich die beiden hier addiere. Und das ist das, also hier ist auch der Fehler in der Lösung, den ich dann korrigieren werde. Und dann sehen Sie, daraus folgt, dass das d gleich, oder der war da noch nicht, egal, dass das d gleich 3,5 ist. Also 2d gleich 7,5, d gleich 3,5. Jetzt haben wir das b und das d. Und jetzt können wir tatsächlich viel bei diesen Gleichungen wegstreichen. Also die beiden sind... Eine Frage? Ja? Warum 7,5? 7, Sie haben recht. Die Komma 5 stimmt, es war 7,0. Da sehen Sie, wenn man das Ergebnis weiß, sollte man nicht rechnen. Sie haben recht, Dankeschön. Wunderbar, sonst hätte ich wieder den Film schneiden müssen und da irgendwie ein Fältchen drauf machen. Sehr gut, also 2d gleich 7,0, Sie haben recht. So, und jetzt werde ich einfach, also es ist so, dass jetzt sowohl eine dieser beiden Gleichungen redundant ist, als auch eine dieser beiden Gleichungen. Das heißt, ich schreibe nur noch diese Gleichung hier hin, habe also hier 3a plus c gleich 0. Und bei der Gleichung kann ich jetzt schon viel investieren. Da habe ich minus a minus c, jetzt plus das, die 3,5 gleich 1. Und Sie sehen, ich habe, das liegt an der Struktur der Gleichung hier begründet, habe es hier geschafft, zwei Gleichungen direkt zu eliminieren. Ich musste gar keine wilden Umformungen machen. Die werden wir dann in der nächsten Vorlesung, da werden wir dann richtig schwere von der Sorte mal machen mit 4 Kreuz 4. Das ist auch 4 Kreuz 4, aber die war sehr einfach. Also die hat man direkt lösen können. So sieht die Situation aus. Wie geht es jetzt weiter? Ich forme das vielleicht gleich mal um. Ich subtrahiere die 3,5. Auf beiden Seiten und habe dann minus 2,5. Also minus a minus c. Dann würde ich die erste mal 3 rechnen. Brauchen Sie nicht. Schauen Sie, Sie haben hier ein minus a plus 3a, ein minus c plus c. Aber falsch war es nicht. Wenn Sie direkt addieren, fällt Ihnen das c schon weg. 2a gleich minus 2,5 oder a gleich minus 1,25. So, und dann können Sie das c rechnen. Sie sehen, c ist minus 3a. Also c minus 3a. Und minus 3a ist minus 3,75. Und jetzt haben wir alle gelöst und können die Funktionsgleichung hinschreiben. Y ist gleich minus 1,25. X hoch 3, das ist der hier. Dann das b war 0, also das x² fällt weg, plus c, also gibt minus 3,75x und dann noch minus 2,5. Das ist die Funktionsgleichung. So, und jetzt kommt meine provokante Frage, reicht das für die Aufgabe oder reicht das nicht? Irgendjemand? Was ist die logische Antwort? Nein, reicht nicht. Ja, völlig. Warum reicht es nicht? Wir wollten ja die Funktionsgleichung haben und dann die. Da habe ich sie. Wenn Sie da noch gleich von. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Genügt?
Ich kann immer noch keine haben. Ich muss es noch beweisen, dass es die auch wirklich ist. Richtig, warum? Warum? Sie haben völlig recht. Da muss ich noch was beweisen. Ich habe nicht nachgewiesen, dass es sich hier wirklich um einen Tiefpunkt und hier wirklich um einen Hochpunkt handelt. Warum habe ich das nicht nachgewiesen? Die Ableitung ist doch null. Das können Sie auch rechnen, die Ableitung wird null sein. Warum muss ich trotzdem Tief- und Hochpunkt nachweisen? Weil es könnte ja sein, dass das hier ein Hochpunkt ist und das hier ein Tiefpunkt. Eigentlich entweder über die zweite Ableitung oder über etwas, was ich gesunden Menschenverstand nenne. Nur da müssen Sie aufpassen, gesunder Menschenverstand ist immer etwas Schwieriges. Sie sehen, hier ist der Y-Wert niedriger als hier. Und weil hier der Y-Wert niedriger als hier ist, liegt der Punkt auch unter dem. Und dann müssen Sie noch ein Argument bringen, wenn Sie das jetzt nicht über die zweite Ableitung rechnen wollen, dann müssen Sie noch das Argument bringen, dass Sie sagen, und die Funktion, die ist quasi, die verläuft ohne Lücke, man würde vielleicht auch sagen stetig. Das heißt, wir haben tatsächlich hier unseren Tiefpunkt, hier unseren Hochpunkt, so liegt die auch drin, ja. Und wie gesagt, wenn Ihnen aber das, wenn Ihnen das nicht gefällt, dann machen Sie es einfach über die zweite Ableitung. Und die zweite Ableitung von dem Ding ist einfach. Da fällt bei der zweiten Ableitung das und das weg. Sie müssen nur das hier zweimal ableiten und kriegen, glaube ich, minus 7,5x raus. Jetzt rechnen Sie bitte das nach, dass Sie wissen, es ist bei mir mit dem Kopfrechnen wie mit dem Autofahren. Ich mache es immer zu schnell, ja. Und das ist beim Autofahren ja genauso, kennen Sie. Ja, und deswegen minus 7,5x. Und wenn ich da die minus 1 einsetze, dann sehe ich, das ist größer 0. Größer 0 heißt Tiefpunkt, stimmt. Und wenn ich F2' von 1 einsetze, dann ist das kleiner 0. Das ist ein Hochpunkt, das stimmt auch. Wie gesagt, das müssten... Ja. Können Sie noch mal ganz kurz erklären, und zwar, es war relativ am Anfang, da haben wir das B eliminiert, also B gleich 0. Ja, das Problem ist, dass es nicht mehr dasteht. Aber ich schreibe es für Sie noch mal hin. Also, nee, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, wie man von dem 6a plus 2c gleich 0 auf B gleich 0 kam. Ich schreibe das B einfach erstmal noch mal hin. Ich habe hier plus B, ich habe hier minus 2b und ich habe hier plus 2b. So, so sah die Gleichung vom Anfang aus. Ja, ich habe den einfach nochmal hingeschrieben. So, und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich nehme eine andere Farbe nur. Ich multipliziere diese Gleichung mit minus 1. Jetzt habe ich die mit minus 1 multipliziert. Und jetzt addiere ich diese beiden Gleichungen. 3a minus 3a, 0. Minus 2b minus 2b gibt diese minus 4b. Und hier c minus c gibt 0. Und 0 plus 0 ist auch 0. Also steht da minus 4b gleich 0, also b gleich 0. Habe ich damit... ich muss hier noch, bloß der Vollständigkeit halber, muss ich hier noch das plus b eigentlich auch noch mit reinschreiben. Okay. Ich habe nur eins verwirrt, und zwar ist 6a plus 2c gleich 0, warum die da stehen, wo Gut. sie stehen. Dann mache ich das auch mit Ihnen. Das heißt, da habe ich hier ein Plus, hier ein Plus, hier ein Plus gehabt und habe die addiert. 3a plus 3a gibt 6a, der fällt weg und der gibt dann die 2c. Und das ist das, ja. Ja, das ist dann, es ist faktisch dann das hier. Gut. Ach so, jetzt, okay, jetzt habe ich verstanden, danke. Gut, sonst noch Fragen? Also, wie gesagt, genauso, ja, stopp, stimmt, genauso machen Sie das richtig. Einfach reinrufen, fragen, gut. So, jetzt Ihre Frage. Ja, okay, dann ganz kurz nur, ist es C nicht 3,75 positiv? Weil es heißt doch, minus 3a sind gleich C. Sie haben recht. Habe ich da? Oh, da haben Sie tatsächlich recht, das stimmt. Das stimmt wirklich, weil Sie haben nämlich recht, das C muss positiv sein, muss ja zwischen den beiden sein, hier irgendwo. Und das, Gott sei Dank macht es aber, glaube ich, dann nichts. Oh, das D ist plus 3,5. Jetzt muss ich schauen. Das D ist 3,5 plus.
Jetzt muss ich schauen, das C meinen Sie, das ist minus 3a, ja, da haben Sie aber auch recht. Das ist nämlich minus 3a und das a war selbst negativ, also muss das positiv sein. Gut, also dann mache ich hier ein Pluszeichen hin, aber für den Rest macht es nichts aus. Aber Sie haben recht, ja, das stimmt, weil Sie haben hier das minus 3a, hier plus, dann plus und für die Rechnung macht es aber nichts aus. Dankeschön, sehr gut. So, nächste Frage. Das war ich, und zwar bloß noch in der Gleichung unten. Haben Sie da schon was übernommen mit plus 3, 1 drüber? Sie müssen mir zeigen, welche. Die? Stopp. Plus 3,75x plus 3,5 müsste es dann auch heißen, oder? Da haben Sie tatsächlich wieder recht. Ja, ich habe natürlich die Zahl abgeschrieben wieder. Da haben Sie recht. Schönen Dank. Das heißt, ich habe hier Buchstaben geschrieben. Aber jetzt stimmt es trotzdem. Gut, vielen Dank. So, nächster.